Jo, liebe Leute, da geht's weiter heute mit Infamous Second Son. Wir müssen uns jetzt hier mit diesen DOP-Einheiten ein bisschen durch die Gegend. Hör mal. Da war noch eine Munitionskiste mit drin. Was ist los, Leute? Nichts zu tun? Andy, was immer das war, ich habe es bis hierhin gehört. Ja, wenn du dir das Ganze irgendwann mal aus der Nähe ansehen willst. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Über die Drogendealer und was? Ach ja? Ich finde, diese schmierigen Dealer zu jagen, sind doch nur Peanuts. Aber wenn wir weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, bei den Lieferanten, dann ändert sich was. Ja, wenn du das nächste Mal die Nahrungskette erklimmen gehst, komm ich gern mit. Ich glaube, ich habe noch nie etwas verändert. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Mission abgeschlossen, Zwerderlicht. So, APC zerstört. Wo? Was ist los, Digga? So, auch können wir uns natürlich nicht weiter entziehen, aber wir können Missionchen machen. Wir haben einmal die gute, die blauen Missionen. Ja, wir sind gut. Oder haben wir die roten Missionen? Wahrscheinlich, wir sind böse. Oder? Sind die roten auf deiner Seite? Ja, wir müssen ja noch das alte Gebiet eigentlich holen. Wir machen aber, ich würde sagen, ein paar blaue Missionen. Oh, natürlich. Na, let's go. Gehen wir ein bisschen Missionchen machen. Und zwar blaue. So. Dann einmal kurz. Wir müssen es wieder ein bisschen aufladen. Okay, wir haben drei so Dinger. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen. Wir machen gut. Wir sind gut. Wir wollen ja zeigen, dass die Conduits zum Vordinger keine Angst haben muss. Sondern wir sind gute, wir sind gute Menschen. Also, ja, Menschen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Kampf den Drogen. Komm schon, Laser Girl. Ich hab noch Termine. Muss noch Kräfte stehlen. Yeah. Okay, jetzt sei bitte nicht sauer, aber die gute Nachricht ist, du kannst ohne mich anfangen. Oh, mich allein der Gefahr stellen? Wow, echt gute Nachrichten. Hör zu, ich habe erfahren, vor zwei Tagen kam eine große Drogenlieferung, die jetzt auf ein paar Booten im Yachthafen liegt. Auf ein paar Booten im Yachthafen? Noch genauer geht's nicht. Es ist eine große Lieferung, also sind es bestimmt Hausboote. Und diese Bande hat einen Delfin als Kennzeichen, also achte auf alles auf dem Booten mit einem Delfin drauf. Schon besser. Aber warte nicht auf mich. Wer weiß, wann die das Zeug von Bord schafft. Was hat dich aufgehalten? Mädchenkram. Oh, was für Mädchen? Quetsch, bin an den Docks. Und ich bin hier auf dem Dach. Was, konntest du nicht ein paar Minuten warten? Ah, darum arbeite ich so ungern mit Mädchen. Wir räumen jetzt noch mit den Feinden hier ein bisschen auf. Wir brauchen nämlich die Luft. Hey,
Batch? Ich sag's doch. Ich gebe dir so viel Deckung wie ein Oma-Schiff. Ja, danke. Kapiert. So. Schwer zu sagen von hier oben. Aber ich glaube, ich sehe ein paar Boote mit dem Ziel drauf. Ja, alles gut. Ich hol mich. Krieg dich schon. So. So, der ist down. So. Haben wir da Feinde oder können wir jetzt noch mit dem... Findest du keine Boote im Yachthafen? Doch. Perfekt. Yep, Drogen. Ey, Fetch, ich tagge alle Drogenboote, damit du leichter siehst, welche du ausschalten musst. Mann, hältst du es nicht mal 5 Minuten aus, ohne irgendwas zu sprayen? So, und jetzt? Wie kann ich das markieren? So, am besten. Bitteschön, jetzt hast du es leichter. So, weiter geht die Reise. War was? So. Kein Wunder, dass ich nichts finde, Fetch. Von wegen Delfin. Das ist eindeutig ein Tümmler. Das verwechseln die meisten. Warum arbeite ich so ungern mit Jungs? Ach, kann ich jetzt mal durch die Kräfte wechseln oder was? Warte, ich habe was gehört. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf hier. Nein! So, ein paar Jungs. Hör mal.
So. Ich meine, so ein paar haben wir noch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele mittlerweile es noch sind. Und habt ihr den Penner erwischt? Töte den Mist! So. Kleiner Drecksack. So. So, müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Zwei haben wir noch oder so, nun. Findet ihn und bringt ihn zurück. Habt ihr den Arm? So leicht kommt der Mistkerl nicht davon. Schnappt ihn! Ja, dich. So, einer noch, komm. So. Das waren alle Feinde. Markieren wir eben kurz. Fetch, du hast nicht gesagt, dass auch Mädels eingeladen sind. Ich hab's gehört. Die Dealer benutzen den Nutten bestimmt als Schutzschild. Es war eine ziemlich große Lieferung. Das Zeug muss auf mindestens noch einem Boot sein. Na, das klären wir schon ab. Das Gute ist, scheinbar kann ich jetzt zwischen meinen Kräften hin und her wechseln. Hallo? Werden auf diesem Boot Frauen von zweifelhaftem Ruf gegen ihren Willen festgehalten? Super. Oh, wir haben hier im Lagerhaus offenbar ein Hornissennest geweckt. Komme. Das war keine Absicht, sorry. Ich hatte dich für einen Feind gehalten, aber es sind eh nicht viele. Oh ja, da vorne sind noch mehr. Das sind doch noch ein paar. So, jetzt holen wir uns die. Hör mal. Ich mag es nicht, wenn man mich irgendwie bis.
So. Jetzt komme ich hoch zu euch. Jetzt bin ich aber sauer. Na, wollen wir die Festung stürmen? Na, warten wir lieber. Sollen die zu uns kommen? Oh, gut. Abwarten. Meine Lieblingsstrategie. Warum kommst du nicht zu mir aufs Dach und genießt das Feuerwerk? Ich setze nämlich gleich alle Drogenboote in Brand. Halt! Da, lauft ihr mal nicht weg? Nehmt ihn euch vor! So. Ein Glück, dass du die Frau befreien konntest, bevor wir die Boote in die Luft jagen. Was du nicht sagst. Hör mal, DOP. Wo ist er denn? Ach, da bist du, mein Freund. Da bist du. Komm mal her hier. Papa will mit dir spielen. Super. Haben wir das auch. So, dann holen wir uns das Neon da oben. Da laden wir uns mal wieder ein bisschen auf und dann treffen wir die gute Fetch. Fertig? Dann machen wir mal Licht in der Bucht. Blub, 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 blub. Boote weg. Tja, jetzt gibt's drei böse Delfinboote weniger. Definitiv. Drei Schwimmlerboote weniger. Macht nichts. Das verwechseln die meisten. Lee, wach auf. Es tut sich was. Die bringen bestimmt was zu ihrem Hauptquartier. Wir sollten ihnen folgen. Sie führen uns direkt hin. Wir bleiben besser auf den Dächern, damit sie nichts merken. Wir dürfen sie bloß nicht verlieren. Okay. Hey, Fetch, kann ich dich was Persönliches über das DUP-Gefängnis fragen? Curden Kay? Ja, das meine ich. Nein. Ich meine, was willst du wissen? Es waren 400, vielleicht 500 von uns dort. Ein paar von uns wurden separiert und mussten Spezialtraining durchlaufen. Gehört auch dazu. 7 Jahre war ich separiert. Weißt du? Curden Kay war die Hölle. Und auch ein Zuhause. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob die auch einen Pool hatten. Du bist ein Blödmann. Weißt du das? Ja, das höre ich öfter. Sie biegen in die Gasse ab. Hier muss es sein. Okay, wie ist der Plan? Sie erledigen? Sie erledigen ist kein Plan. Doch. Na gut. Heute bist du drin im Kamm, im Getümmel.
Kann ich so mit jemandem... Mach dich mal auf. Kommt schon. Na los. Ja, die bösen Männer sind weg. Geht, lebt, liebt. Nur nicht professionell. Fangt lieber an, clean zu werden. Es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben. Versaut's nicht. Und wechseln Sie. Glaubst du, dass man ein paar fiesen Bioterroristen jemals dafür danken wird, dass sie Leben retten? Dafür tun halt besser dafür. Ich glaube, du hast mich gerettet. Oh. Heißt das etwa, du gibst deine ganzen Ritualmorde an Drogendealern auf? Das war doch dein halbes Leben. Ach ja? Und die andere Hälfte? Eigentlich war es das. Dein ganzes Leben. Keine Sorge, meine Hobbys werde ich bestimmt nicht aufgeben. Anni sucht mir bestimmt noch ein paar neue. Wie Boxen. Soll das der Versuch eines Flirts gewesen sein? Ah, du bist eine sentimentale Psychopathin, oder? Na los, komm. Holen wir uns die restlichen Drogen im Hafen. Vielleicht ziehen wir ja ein paar Fische an Land. Ja, ein Delfin. Hey. Du magst mich. So, ich glaube, jetzt kommen wir nämlich offiziell auch rüber zu den... auf das letzte Stadtgebiet. So meine Vermutung. Mission abgeschlossen. Kampf den Drogen. Hey, bin gerade erst wach. Du warst weg? Ja, ich war gerade bei der anderen Frau in meinem Leben. Hm, Augustin. Was hat sie, was ich nicht habe? Betonkräfte? Ihr Kerle. Wollt immer dasselbe. Übrigens, ich glaube, dein Bruder wäre stolz auf dich. Meinst du, weil ich Dealer umgebracht, Drogen zerstört und Sexsklavinnen befreit habe? Na klar. Aber mich hätte er bestimmt auch gemocht. Ja, wenn er mich mit diesen Booten und Drogen und Dealern gesehen hätte, wer wäre da nicht stolz auf sein Schwesterchen? Wir waren gut die. Es können nicht mal diese verlogenen Fernsehtypen schlecht reden. So. Gut, dann haben wir das, glaube ich, auch soweit. Weil wir konnten ja aussuchen, was so gut oder schlecht sind. Ich vermute, dass wir jetzt tatsächlich rüber können, oder? Weil theoretisch müssen wir... Warte mal, was ist das hier? Dass ich jetzt mir einen Schnellreisepunkt suche und dann darüber marschiere. Oder kann man sogar zu Fuß rüber? Ja. Da oben ist ein... Wie sieht das so ein Schnellreisepunkt? Wahrscheinlich, damit... Ich kriege einen Telefonanruf. Hey Delson, drüben im Lantern District verstärkt das DUP offenbar seine Präsenz. Sie vermuten dort wohl ein Conduit. Okay, dann sollte ich dahin. Oh hey, hier gibt's eine Brücke, über die du hinkommst. Toll, eine Konferenzschaltung. Definitiv. Hey Fetch. Hey Abigail, ganz nebenbei. Das DUP hat diese Brücke zerstört, genau wie die 520. Hey, Mann ohne Kräfte. Es gibt keine Brücke, die Konduiten nicht überqueren können. Stimmt's die? Ist ein Versuch wert, Reg. Na, klingt ja, als wärst du in kompetenten und vertrauenswürdigen Händen. Ruf mich einfach an, falls du ankommst. Mann, wie hältst du den nur aus? Er zahlt die Miete. Ich gehe zur Brücke. Genau, und das machen wir auch jetzt. Wir reisen erstmal nach Pioneer Square. Weil dann können wir von dort nämlich über die Brücke. Aber das machen wir wirklich erst in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Let's Play Infamous Second Son.